Das Auto aus einem Kraftwerk mit der Marke Subaru und nur mit der Marke Subaru gibt es seit 37 Jahren. 1982 hat mein Vater an einer Tankstelle in Neunkirchen-Furbach diese Marke übernommen. Hatte einen Grund, er kam einfach mit normalen Fahrzeugen, trotz Sperrdifferenzial, nicht mehr auf sein Grundstück und da hat er einfach mal die Marke auf der IAA mitgebracht. Meine Gattin und ich haben danach erst ich meinen Bankerjob geschmissen. Meine Gattin kam 10 Jahre später dabei. Wir haben im 5-Jahres-Turnus immer wieder anbauen müssen. Die Palette ist von Jahr zu Jahr gewachsen. So wurde diese Marke immer bekannter. Jetzt über Mundpropaganda vor allen Dingen haben wir hier einen Marktanteil von 6%, der über manchen deutschen Premium-Hersteller liegt. Wir haben eine unheimliche Kundenbindung, ein unheimliches Kunden-Networking. Ich habe gerade vorige Woche ein Auto nach Plau am See ausgeliefert, 820 Kilometer von hier weg. Das sind halt Kundenbindungen, da spielt Entfernung nicht die Rolle. Wenn sich nach 7 Jahren noch mal einer erinnert, dann denke ich, haben wir alles richtig gemacht. Isabel, meine Tochter, ist jetzt hier mit eingestiegen und soll in 2-3 Jahren, wenn ich die 60 erreichen sollte, den Betrieb übernehmen. Also ein Familienbetrieb. Mein Vater hat auch noch die ganze Zeit und meine Mutter mitgearbeitet, die macht heute noch Zulassungen. Die sind immer noch dabei und mit Herzen und Sohn Michael, der in Berlin lebt, macht aber von dort die ganze IT-Geschichte und nur so kann man eigentlich im Betrieb über Jahre lang mit zufriedenen Kunden halten.